Die EVR-Pressekonferenz wird Ihnen präsentiert von Micromusic und Buderus. Liebe Medienvertreter, liebe Zuschauer über uns, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem zweiten Oberpfalz-Derby an diesem Wochenende. Der Endstand zwischen dem EV Regensburg und dem Blue Devils Weiden lautet vor 2618 Zuschauern, 2:3 für unsere Gäste. Ich darf immer die Trainer beider Mannschaften vorstellen. Zu meiner rechten Gästecoach Markus Berwanger und zu meiner linken EVR-Trainer Doug Irwin. Herr Berwanger, das erste Wort gebührt dem Gast. Ihr Statement zum Spiel. Ja, danke. Großes Lob und großen Respekt an meine Mannschaft, die natürlich heute, wie ich schon gesagt habe, auch am Freitag waren wir auch schon dezimiert, aber wir haben drei Böcke aufs Eis gebracht, das ist richtig, und wir haben natürlich heute aufopferungsvoll gekämpft und aufopferungsvoll verteidigt. Das ist unsere Ausgangsbasis. Nach vorne sind wir immer gefährlich für Tore, auch im Powerplay. Und Fabian Hönkhaus hat seine Sache natürlich auch heute sehr, sehr gut gemacht. Es muss einfach alles passen, ist auch klar, dass man hier in Regensburg was holt. Das ist uns heute gelungen. Und ich denke mal, zum Schluss ist es natürlich noch mehr hektisch und eng geworden, aber ich glaube auch, dass wir durch diesen Aufwand, den wir betrieben haben, durchaus verdient gewonnen haben. Ein bisschen Glück braucht man auch dazu, aber wie schon gesagt, ich muss allerhöchsten Respekt vor meiner Mannschaft zollen. Danke. Danke, Markus Berwanger. Danke, das Spiel bitte noch aus deiner Sicht. Ja, guten Abend. Natürlich bin ich sehr enttäuscht mit der Niederlage. Da war keine Emotion im ersten Drittel, da war kein Biss, kein Ehrgeiz von beiden Mannschaften eigentlich. Das war keine Derby-Stimmung. Ich war zufrieden mit dem zweiten Drittel. Wir haben so viele Chancen, muss man eigentlich in Führung gehen. Und dann sind die wahrscheinlich erledigt. Aber Honkhaus war erster Mann auf dem Eis. Das 2-0-Situation war eine Schnelle, das muss ein Tor sein. Überzahlte Chancen, da waren wirklich zahlreiche Chancen, genug das Spiel zu gewinnen im zweiten Drittel. 17 Mal auf Tor geschossen, oft haben wir auch nicht geschossen. Wir haben noch keine Pass gespielt, trotz einer guten Schussposition. Das 5-Minuten-Strafe, ja, wenn er blutet, dann das ist klar, dass es 5 Minuten ist. Und dann geht man wieder 2 Tore im Rückstand, das war auch unnötig. Wir waren am Drucken und ich habe das Gefühl gehabt, dass wir das Spiel drehen können. Aber dann kommt der Frust wieder in jede Spiele und wirklich vom eigenen Leistungsträger erwarte ich natürlich, dass die uns Führung in eine schwierige Situation. Wir waren immer noch im Rückstand. Aber das dritte Viertel war für mich zu wenig, bis das zweite Tor gefallen ist. Dann haben wir Druck gemacht. Aber allgemein, ich muss Markus gratulieren für die Sieg heute. Es ist ein ganz anderes Spiel wie am Freitag. Wir haben ziemlich locker zum Schluss gewonnen, aber einmal kämpfen wir stark und deswegen haben wir die mit dazu stark getroffen und deswegen haben wir die hier 3 Punkte geholt. Danke. Danke, Dank. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Herr Berwanger, was war eigentlich der Schlüssel absolut, dass man am Anfang auch das Überzahlspiel des EVR, das ja in letzter Zeit sehr gut funktioniert hat, überstanden hat? Was war so viel besser bei Ihrer Mannschaft als am Freitag heute? Ja, ganz ehrlich jetzt, wir haben am Freitag das erste Drittel auch gut gespielt, so ist es jetzt nicht. Also, und schwierig war dann, dass wir ein paar individuelle Fehler vom Freitag gemacht haben und dann waren wir im Rückstand 3-1 und 4-2, dann ist es natürlich unglaublich schwer gegen Regensburg das aufzuholen. Dann muss man aufmachen, wenn man aufmacht, kommt dann sie einen aus. Und wie gesagt, also so ganz schlecht war das jetzt am Freitag auch nicht, aber da hat Regensburg verdient gewonnen. Heute haben wir halt einfach das Quäntchen Glück auch gehabt auf unserer Seite, aber auch leidenschaftlich, wie ich gesagt habe, verteidigt und guten Torwart gehabt. Und das sind die Kleinigkeiten, es ist ja nur seine Kleinigkeiten, das ist ja alles sowieso so eng in dieser Liga, das muss man echt sagen. Und für die Zuschauer schön, für mich manchmal nicht so schön, aber so ist es. Aber ich denke jetzt mal, das passt schon. Die Liga ist gut und das war halt vielleicht der Unterschied, dass wir ein bisschen Glück gehabt haben, aber auch halt die gut verteidigt haben. Tag, Philipp Vogel fiel ja jetzt in Selb. Wie sieht es aus? Ist Sebastian Wolsch bis dahin wieder einsatzbereit? Nein. Die 2 Verletzungen mit Wolsch und Haberman
Das wird schon Zeit dauern. Beides sind schlimmer als gedacht. Und ich rechne nicht in der nächsten Zeit, dass die spielfähig sind. Das heißt also, dass man eventuell in Selb wieder mit 5 Verteidigungen nur und mit dem in Anführungszeichen gleichen Dilemma wie im Heimspiel umgehen muss. Ja. Nachfrage zu Daniel Stiefenhofer, da ist es ja noch nicht ganz konkret geworden. Es ist die Rede davon, dass er auf der anderen Schulter jetzt verletzt ist. Kann man da schon näheres sagen, ob das wie das für den weiteren Saisonverlauf sich auswirken wird? Der wird die Woche operiert und der fährt den Rest der Saison aus. Definitiv bis zum Rest der Saison. Okay, alles klar. Keine Fragen mehr. Dann gibt es die Endergebnisse oder Zwischenstände aus den anderen Stadien. Schönheide unterliegt zu Hause selbst mit 1:7. Bei Kreiburg ebenfalls mit einer Heimniederlage gegen die Tölzer Löwen 3:6 dort der Endstand. Lindau schlägt zu Hause Peiting mit 7:6 nach Verlängerung. Landshut unterliegt zu Hause dem ERC Sonthofen mit 2:3 nach Penaltyschießen. Und zwischen Deckendorf und Höchstadt stand zur zweiten Pause 7:0. Das war's für uns für den heutigen Abend. Dann noch der Hinweis auf das letzte Heimspiel der Vorrunde gegen jene Höchstadt Alligators kommenden Sonntag, den 15. Januar, Abend um 18 Uhr. Bis dahin, guten Start in die neue Woche. Ciao, servus.